Herzlich willkommen zum letzten Livestream in diesem Jahr des Landesfamilienrats im Rahmen des Online-Portals Family Buffet. Wir freuen uns heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Matthias Jung, Spiegel-Bestseller-Autor, Familiencoach und Diplompädagoge. Und er wird heute mit uns über die Herausforderungen im Familienalltag sprechen. Und in seinem Buch Immer darf ich alles nie geht er, wie ich finde, auf sehr ja, tiefgehende, aber auch humorvolle Art und Weise auf diese Herausforderungen ein, die uns da im Alltag begegnen können als Eltern. Ja, mein Name ist Franziska Köhler. Ich bin Sozialpädagogin und systemische Beraterin und Mama von zwei Kindern. Und daher kenne ich diese Herausforderungen sehr gut und bin gespannt, was uns Matthias Jung heute dazu sagen kann, wie wir vielleicht auch mit mehr Verständnis für unsere Kinder, aber auch für uns selbst und auch mit mehr Gelassenheit durch diese Phase kommen können. Nutzt gerne den Chat, schreibt gerne eure Fragen und auch eure Anregungen rein. Und es werden im Chat auch immer wieder Links reingestellt, nützliche Links zu diesen Themen und auch zu der Seite von Herrn Jung. Genau, so würde ich jetzt mal das Wort an dich übergeben, Matthias. Schön, dass du da bist. Und vielleicht kannst du mit der Frage starten, wie bist du auf die Idee gekommen, über dieses Thema ein Buch zu schreiben? Was war so deine Motivation? Ja, erstmal hallo und schön, dass alle da sind und vielen Dank für die Einladung. Ich habe quasi gestartet, was Themen angeht, pädagogische Themen angeht, verjünge ich mich, also sonst leider nicht. Und da ist es in der Tat so, dass ich mit der Pubertät gestartet habe, mit der großen Pubertät. Da gab es einen tollen Erfolg. Das war das Chilmer-Buch, Am Ende der Geduld. Ist noch viel Pubertät übrig. Und das haben sehr, sehr viele Eltern gelesen. Und die mochten, dass man das zusammenführt, nämlich einmal pädagogisch wertvolle Tipps, aber auch nah am Alltag dran und alles mit einer gewissen Leichtigkeit. Ich meine, dass das Chill mal, das ist ja so ein Satz der Generation Z unserer Kinder. Und das ist ja auch nicht nur ein Satz, sondern auch ein Auftrag an die Eltern, das ein bisschen mehr zu machen, mehr zu chillen. Und deshalb ist das Buch, glaube ich, auch erfolgreich geworden und ist es bis heute noch, ist es aktuell und bekommt von den Eltern immer gesagt, Herr Jung, Sie waren bei uns an dem Tisch oder im Schrank. Sie haben ja alles mitgehört und zugehört. Und das ist immer ein schönes Kompliment, dass man sehr, sehr nah am Alltag war. Und genau, dann haben wir uns mit der Vorpubertät beschäftigt und mit der Grundschulzeit. Da ist das Erziehungsstatus kompliziert. Im Anmarsch erschienen, weil auch ich da den Eindruck hatte, dass schon oft auch im Bekanntenkreis Leute zu mir kamen, die sagten, auch wenn ich nicht wüsste, dass sie erst 9 Jahre ist, dann würde ich schon annehmen, die Pubertät beginnt. Und da haben wir auch einiges dann zusammengeführt, zusammengeschrieben und jetzt kommt die kleine Pubertät, die Trotzphase, die Autonomiephase bis hin zur Wackelzahnpubertät. Beziehungsweise Wackelzahnzeit. Pubertät hat immer was mit Hormonen zu tun und Wackelzahnzeit ist ja immer um den Wechsel von Kita zur Schule. Also passt eigentlich Wackelzahnzeit als Begriff hier besser. Genau, und damit ist das Buch entstanden, ist das letzten Monat rausgekommen. Genau, das immer darf ich alles nie. Und da starten wir, ja, wenn die Kinder so 1,5, 2 Jahre sind. Dann kommen wir bestimmt noch zu, was dann so passiert in dieser Phase. Und spannend. Und mein Markenzeichen ist natürlich immer, es muss mit Humor sein. Das ist immer, ich habe auch nicht nur eine pädagogische Background, sondern auch einen Comedy-Background. Ich habe viel für Fernsehsendungen geschrieben, Heute Show damals. Und deshalb tue ich mir es immer schwer bei den Büchern, weil einmal sollen sie pädagogisch wertvoll sein, aber auch humorvoll. Und da macht man sich viel, viel Arbeit. Das war es auch mit dem neuen Buch, aber es macht tierisch Spaß und die Vorträge natürlich auch. Ja, also ich habe natürlich einiges gelesen von dem Buch und finde es wunderbar mit Leichtigkeit geschrieben. Und es hat mir auch gleich so ein Gefühl, ein leichtes Gefühl gemacht als Mama, so, ah, da kennt jemand die ganzen Themen, die ich auch erlebe. Und das macht es einfach auch leichter, ne? Und dann natürlich noch den Humor dabei, weil ernsthaft ist der Alltag ja eigentlich schon oft genug.
Und da tut es, wie ich finde, ganz gut. Wie würdest du denn die Trotzphase beschreiben? Was ist es für dich? Was bedeutet es? Ich würde erst sogar noch einen Schritt zurückgehen, und zwar die Ausgangslage. Also es wird ja, ein Kind wird geboren, unser Kind wird geboren, und ich finde, wir dürfen als Eltern da etwas gnädig mit uns sein. Wir machen jeden Tag, machen wir alles zum ersten Mal, ne? Also ich habe das jetzt in einem Café so schön gehört, da kam so eine junge Bedienung an und die sagte direkt, heute ist mein erster Tag. Und da wusste ich, okay, sie weiß vielleicht, bin ich ganz bescheiden, hat sie mir auch so eine Gutscheinkarte gezeigt und sagte den schönen Satz, ja, wenn Sie bei uns 10 Kaffee trinken, dann bekommen Sie den 11. zum Preis von einem. Und dann dachte ich so, ja, ist ein Schnäppchen. Und dann dachte ich als zweites, ja, es ist ihr erster Tag, ne? Das gestehen wir uns als uns Eltern nicht ein. Ich weiß doch genau, mein Sohn hat es wirklich des Öfteren, das klassische Beispiel, Supermarktkasse, da lag der oft am Boden und hat gebrüllt wie am Spieß, ich will Süßes. Und da sollten wir allen Leuten auch sagen, heute ist mein erster Tag, Leute. Ich mache das zum ersten Mal. Und ganz ehrlich, zu Hause war der anders. Ne? Also das kann passieren. Was passiert mit uns? Was passiert mit mir? Ich komme ins Schwitzen, Sohn liegt am Boden, brüllt, es ist laut, und es ist immer laut. Die Leute im Rewe halten sich die Ohren zu. Also der Rewe ist nebenan, wir waren im Aldi, aber es war halt richtig laut. Und dann versucht man auf Augenhöhe zu gehen, habe ich mich zu ihm gelegt, also nicht gelegt, aber bin auf quasi Augenhöhe. Und dann gibt ist natürlich die Sachen, die wir wahrnehmen dürfen, nämlich zuerst einfach an uns zu denken. Das ist ja wie im Flugzeug auch, in einer brenzligen Situation fallen die Gasmasken von der Decke im Flugzeug. Wir machen es aber erst selbst, nutzen wir sie, und dann kümmern wir uns um die Kinder. So können wir es auch in manchen pädagogischen Situationen auch walten lassen. Das heißt, wir atmen selber mal 21, 22, 23, der Sturm beginnt, er wird beginnen. Wir bieten Nähe und Sicherheit an. Das ist schon mal definitiv die halbe Miete. Und gut, Nähe mögen manche Kinder in dieser Situation nicht. Wir sind trotzdem da. Ich war meistens nur der Rückenstreichler und habe den Rücken gestreichelt. Und genau, das können wir nachher noch ein bisschen näher angehen, die Trotzphase, beziehungsweise in diesen Situationen, was wir dann danach noch quasi machen können. Aber in so Momenten fühlen wir uns oft einfach hilflos. Und dann dürfen wir gnädig mit uns sein und sagen, okay, heute ist mein erster Tag mit dieser Situation, ne? Und auch bei jedem weiteren Kind, jedes Kind, das wissen wir genau, ist ein Original. Und da sind wir oft manchmal halt einfach dann der Rückenstreichler. Und wir haben ja auch wenig Vorbereitung. Also wir werden vorbereitet vor der Geburt mit einem, klar, mit einem Geburtsvorbereitungskurs, der bereitet uns aber letztlich nur auf diesen einen Moment vor, nämlich auf die Geburt. Und danach war es das. Die Hebamme macht nach 5 Tagen die Biegel. Da habe ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Und da hätte ich manchmal so gern, ich komme vom Theater, ich hätte gern manchmal so eine Erziehungssouffleuse, die mir manchmal sagt, was ich tun soll. Ne? Das haben wir alles nicht. Bei uns ist es oft so wie beim Gesellschaftsspiel. Wir können nicht vorher die ganze Spielanleitung lesen. Meistens macht es mehr Sinn, wenn wir sagen, komm, wir fangen erstmal an zu spielen und dann wird es schon gehen. Und es geht ja auch dann. Aber ein bisschen gnädig mit uns sein, finde ich da eigentlich immer ganz sinnvoll. Und genau, das ist so die erste Part, den ich gerne vorstellen möchte, dass wir einfach von Geburt an, wird nicht nur ein Kind geboren, sondern es wird auch ein Vater geboren, eine Mutter geboren. Und nach einem halben Jahr ist man nicht mehr der Vater, sondern dann ist man auch einmal. Ja, das ist schön zu hören, dass natürlich wünscht sich jeder gerne Anleitung, wie Wäre es denn schön, wenn es so das geht. gäbe. Genau. Ja, aber Wäre so so ein Caddy wie quasi so beim ein. Golf, der einem dann Ja. die Schläger, also wie man sagt, so, was mache ich jetzt? Und der holt dann den Schläger und so. Ja, ne? Also, dass man jemand hätte, so einen Berater, der da ein bisschen so flöße. Das wäre schön, aber gibt es nicht. Und deshalb finde ich, kann man zu Recht etwas gnädig mit sich sein. Das ist also so ein Prozess des Reinwachsens auch in die Elternrolle, ne? Das Mama und Papa sein. Reinwachsens und teilweise über sich hinauswachsens. Also Ja. gerade, Ja.
Ja, soll ich eine kleine Stelle mal vorlesen aus dem Buch? Ja, gerne. Das würde vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen dazu passen. Will jetzt nicht so viel lesen, das wird auch die einzige Stelle sein, keine Sorge, aber ich glaube, es passt als Einleitung ganz gut rein. Einleitung, genau, Teil der Einleitung, die da heißt, Eltern sind auch nur Menschen. 3:16 Uhr. Jetzt kommt keine Partygeschichte. Nein. Ich bin zu Hause und sehe aus dem Fenster. Herr Kröger aus dem Nachbarhaus, dritter Stock, hat eine schwache Blase. Ständig ist das Licht an. Mich dürfte er auch sehen. Es fällt schließlich auf, wenn ein Vater mit seinem 2 Monate alten Sohn im Storchengang durchs Wohnzimmer stackst. Frage mich, was passieren würde, wenn ein Storch mich sehen könnte. Er würde denken, dein Ernst, Alter, du machst hier meinen Gang. Jetzt schaut die Nachteule Kröger zu, auch nicht viel besser. Es ist momentan fast täglich und auch nächtlich der Fall, mein kleiner Schatz schläft nicht. Was automatisch bedeutet, dass meine Frau und ich auch nicht schlafen. Wir wechseln uns ab. Kurze Übergabe, ein wenig schlafen, wieder Übergabe. Auch ein Stück Menschheitsgeschichte. Mein Sohn schluchzt wieder. Oh je, der Storch muss einen Gang zulegen. Das würde ich wirklich für keinen anderen Menschen machen. Denn seien wir ehrlich, Schlaflosigkeit ist Folter. Das eint uns Eltern. Mein Sohn sorgt sich offenbar um meinen Fitnesszustand, denn wenn ich mich bewege, weint er nicht. Daher der Storch. Schlank im Schlaf war mir anders in Erinnerung. Herr Kröger hat mich erneut gesehen. Jetzt hängt er sogar einen Zettel ans Fenster. Darauf steht, soll ich mal übernehmen? In dem Moment passiert es. Mein Kind hört auf zu weinen und lächelt mich kurz an. Ob Absicht oder nicht. Er schaut mich an, als wolle er sagen, hast du dir gerade mal verdient. Ein wunderbarer Moment, in dem man wieder weiß, warum man das tut. Ich hänge Herr Kröger auch einen Zettel ins Fenster. Darauf steht, danke. Aber alles wird gut. Ja, das ist ein kleiner Auszug aus der Einleitung, der uns, ja, wo man merkt, dass wir oft über uns hinauswachsen werden in dieser Zeit. Schön, vielen Dank. Es geht auch auf so humorvolle Art und Weise weiter, kann ich sagen. Ja, schön. Ja, da wir uns natürlich alle nach einer Anleitung sehen, hast du es vielleicht so ein bisschen was zu dem Rahmen Trotzphase, von wann bis wann kann ich mich da als Mama drauf einstellen? Was bedeutet dann eigentlich Trotzphase? Also mit was werde ich denn da konfrontiert? Und vielleicht auch dieses Wort. Trotzphase, ist es denn so, also löst vielleicht so Horrorvorstellungen gleich aus, aber für Das was ist stimmt. es denn vielleicht auch nützlich oder was ist denn der Sinn daran? Ja, es wird ja auch mittlerweile von der Begrifflichkeit das Wort Autonomiephase favorisiert, was natürlich Sinn macht. Der Verlag wollte trotzdem unbedingt Trotzphase. Dann haben wir teilweise im Buch Trotz, Klammer auf, dem Lieb, Klammer zu, Phase draus gemacht. Aber auch erkläre ich auch relativ schnell, dass Autonomiephase besser passt, weil es passiert was, so 1,5, 2 Jahre. Wir haben uns eigentlich gerade so ein bisschen zurechtgegroovt, auch als Eltern. Und dann kommt die erste Unabhängigkeitserklärung unseres Kindes. Merkt man an dem Wort Ich. Persönlichkeit kommt langsam dazu. Ich. Ne, ich kann alleine. Ich will das alleine probieren. Ich kann alleine. Ne? Das kommt auf einmal, wo ein Wille ist. Ist auch ein Wort. Nein, nein, ich, klassische Worte. So beginnt diese Zeit und manchmal schwer damit umzugehen. Ich finde es auch immer ganz spannend, was dann passiert bei den Kindern, weil wir denken, glaube ich, immer, dass sie schon so viel denken würden bei den Dingen, die sie tun. Aber nein, viele Sachen sind einfach noch nicht machbar, entwicklungstechnisch einfach noch nicht machbar. Die denken, einfaches Beispiel, ich habe meiner Tochter mal eine Banane falsch durchgeschnitten. So, also ich hätte sie, glaube ich, gar nicht durchschneiden dürfen. Und dann dreht sie durch und sie denkt halt für sich, ja, ich weiß, eine ganze Banane schmeckt gut. Papa hat jetzt eine halbe gemacht. Das geht gar nicht. Ich habe Hunger. Ich weiß, wie eine ganze schmeckt, wie eine halbe schmeckt, kann ich nicht riskieren. Parallel ist das Kind auch noch entrüstet, dass man die
Gedanken nicht lesen kann. Die denken, wir würden alles wissen. Ne? Wir würden alles wissen. Papa muss wissen, die Banane muss ganz sein. Und so ist das in mehreren Situationen der Fall. Bei uns im Supermarkt Beispiel, klar, ist das, muss er wissen, dass ich jetzt was Süßes noch will oder ein Stück Fleischwurst an der Metzgerei. Ich habe noch ein Beispiel dazu, das war, hat mich echt immer frustriert, also heißt frustriert. Es gab manchmal so Momente, das war einmal war es der Fall, ach, morgens, die Morgenroutine hat nichts mit Ruhe zu tun. Da ist oft keine Ruhe. Man versucht natürlich Puffer einzuplanen. Oft klappt es mal auch nicht, darf man sich dann auch eingestehen. Challenge war, 8:30 Uhr mussten wir in der Kita sein. Einmal war es richtig knapp, es wurde 8:12 Uhr, 8:15 Uhr. Da habe ich meine Tochter die Strumpfhose probiert anzuziehen. Danach hat meine Smartwatch gemeint, ich hätte mein Tagesworkout erreicht, hat schon gratuliert. Ja, man ist dann in der Tat schon fix und alle. Und dann ist sie angezogen, wir stehen draußen im Flur und dann stelle ich ihr die falschen Schuhe hin. Die falschen Schuhe. Wir wissen alle, was passiert. Ein kompletter Ausraster. Sie läuft direkt wieder ins Zimmer, zieht sich komplett wieder auf. Und da ist auch wieder, ja, der Pädagoge, der kann man noch so viel studiert haben. Der Pädagoge ist hilflos, der Vater ist hilflos. Da sind wir natürlich teilweise wieder bei unserer Gnade, klar. Aber auch da, wo ein Kind einfach denkt, Papa, das musst du doch wissen. Also man sagt immer, der Perspektivwechsel. Der ist einfach in diesen Anfangsjahren noch nicht machbar. Und darauf muss man sich dann natürlich auch in dem Fall dann auch teilweise gefasst machen. Ne? Auch dann haben wir den motorischen Frust. Das kommt, permanent kommt Frust auf das Kind. Permanent. Da wollen die irgendwas im Regal, wollen die irgendwas greifen, sie kommen nicht dran. Dann mit den Schuhen zu binden, klappt noch nicht so. Also da kommt ganz viel Frust heraus und dann natürlich auch ganz viel Wut. Und Wut muss ins Freie, darf ins Freie, was ja auch schön ist. Wir lernen unser Kind damit kennen, näher, oder unser Kind lernt sich selbst kennen, ne, wie es auf bestimmte Situationen reagiert. Und ich sage auch immer gerne, das ist eigentlich ein Lebensrecht, was wir haben, dass wir die Gefühle unserer Kinder ernst nehmen, auch die lauten Gefühle. Es ist ein Lebensrecht und es macht uns letztlich auch aus als Mensch, dass wir zu einem bestimmten Thema ein gewisses Gefühl zeigen. Das macht letztlich ja einen Menschen auch einzigartig und natürlich auch die Identität dazu. Also wir haben einen Perspektivwechsel, der noch nicht vorhanden ist. Impulskontrolle ist noch nicht vorhanden. Also es gibt da vorne, es gibt ja zwei Orte im Gehirn, die da wichtig sind. Das ist der emotionale Part, das ist die Amygdala. Die feuert Emotionen, Emotionen, Emotionen. Bei Erwachsenen haben wir vorne den präfrontalen Kortex, Frontallappen. Er ist ja so der Tower, ne? Das ist der vernünftige Part. Der sagt so, nee, nee, lassen wir mal, wir halten uns jetzt mal mit Emotionen zurück, halten jetzt mal inne. Aber der ist gerade in dieser Kinderzeit, auch noch, später auch noch in der pubertären Zeit, auch noch übrigens, da ist der Rollladen zu. Der Tower wird ganz am Schluss bearbeitet. Vom Gehirn, die Bauarbeiten gehen immer von hinten nach vorne. Und deshalb sind die Emotionen gang und gäbe. Und deshalb können wir uns da auf was gefasst machen. Aber auch hier nochmal, alle Gefühle sind okay. Wir sind offen, nur der Rückensteichler ist so. Und trotzdem, wir sind dabei. Wir haben das VIP-Bändchen, hier ist es. Und dürfen dabei sein, wenn unser Kind sich selbst kennenlernt. Aber klar, die Gefühle, Wutgefühle sind laut und anstrengend. Ja, danke für die Hinweise auch, was Kinder in dieser Zeit auch noch nicht können und da vielleicht auch nicht an unseren Bedürfnissen oder Erwartungen entsprechen können, weil sie bestimmte Dinge einfach noch nicht gehirntechnisch auch von der Gehirnentwicklung her auch noch nicht können. Was würdest du denn dann sagen, was wäre denn hilfreich, wie wir als Eltern reagieren können, gerade in so herausfordernden Situationen wie morgens dann die Strumpfhose wieder ausziehen und sich aufs Bett schmeißen? Hättest du da ein paar Ich Tipps? würde mich gerne aufs Bett schmeißen, in der Tat. Das stimmt. Wir machen weiter. Es hilft ja nichts. Wir machen weiter. Ich glaube, jeder sucht sich vielleicht so eine Insel. Also ich persönlich war morgens immer froh, wenn ich das Kind angeschnallt im Auto hatte. Also dieses Klick, das war so durchatmen.
Mein Freund Jochen, der sagt sogar, der genießt sogar den kurzen Weg ums Auto herum, um noch mal kurz durchzuschnaufen. Habe ich mal nachgeschaut, die längste Limousine ist 32 Meter. Das könnte noch mal 2, 3 Minuten Ruhe geben. Also wir machen weiter, wir suchen uns vielleicht so einen Punkt, wo an dem wir denken können, das kann auch ein Kaffee danach, nachdem das Kind in die Kita abgegeben haben, kann das ein Kaffee sein. Es kann einfach Musik im Auto sein, die man hört. Mach mal schön 90er-Jahre-Mucke an, eventuell. Also so Sachen vorausschauend sich schon im Blick nehmen, um dann selbst ein bisschen entspannter zu sein. Währenddessen, klar, will das Kind offensichtlich die richtigen Schuhe haben. Dann werden wir versuchen, das zu stemmen. Es wird vielleicht passieren, dass wir an dem Tag, es muss dann nicht an jedem Tag passieren, tatsächlich mal zu spät sind. Das kann dann auch mal passieren. Ich glaube, wenn man 3, 4 Jahre in der Kita war, witzigerweise, wir haben einen riesen Stress gemacht, wir haben es immer bis auf einmal pünktlich geschafft, was ein Wahnsinn ist. Und von daher kann man da auch erstmal wieder gnädig mit sich sein und man macht weiter. Das ist und versucht auch manchmal ein bisschen out of the box zu denken. Das ist beim Supermarktbeispiel der Fall. Da habe ich mir auch im Buch extra Mühe gegeben für, weil dieses Supermarktbeispiel steht natürlich in dem pädagogischen Ratgeber drin, so wie man reagieren soll. Alles gut und schön. Was uns oder was mir immer was ausgemacht hat, ist, was denken die Leute drumherum? Was denken die? Ne? Wenn das Kind so schreit und laut ist und wütet. Und da habe ich mir mal jeden Einzelnen in einer Supermarktschlange vorgenommen und überlegt, was der so denkt. Und die denken, glaube ich, ganz was anderes. Weil jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Da springt die Studentin, oh, wir treffen uns gleich im Park. Ich wollte noch der Lisa einen Smoothie mitbringen, ob die den mag. Der andere fragt sich, oh, jetzt, der eine Mann fragt sich, oh Gott, jetzt habe ich jetzt noch die Nudeln vergessen. Oje. Also will sagen, natürlich nehmen sie die lauten Geräusche wahr, weil sie laut sind. Dass wir denken, jetzt ist der Spot auf uns, die Scheinwerfer auf uns, die Bühne ist uns. Und wir wünschen uns die Falltür quasi, die uns nach unten führt, weil uns alle begaffen. Das findet tatsächlich dann nicht so in dem Maße statt, wie wir uns das, glaube ich, immer vorstellen. Natürlich hat man immer einen Best Ager da gefühlt, der dann vielleicht mal so ein Spruch war. Bei mir auch eins mal der Fall. Boah, war das jetzt laut? Einmal habe ich auch gehört, haben sie das Kind nicht im Griff? Hatte ich auch mal. Und dann habe ich zu ihm im Rewe gesagt: Du hast so kluge Sätze. Hier ist ein schwarzes Brett. Schreib das doch bitte alles auf, häng es an ein schwarzes Brett, damit noch andere Eltern was von deinen geistigen Ergüssen haben können. Also da muss man immer natürlich das einschätzen, dass auch so Leute es gibt. Aber viele einfach laufen einfach ganz normal ein und da kann man sich so ein bisschen runterchillen, ein bisschen runter entspannen, dass man da wirklich in seiner Bubble bleibt mit dem Kind, versucht den Sturm dann zu schaffen. Und wenn es einem aber auch nicht gut geht mit und man nimmt das Kind mit nach draußen, zerrt es oder trägt es, das kann alles passieren. Da ist keiner happy mit. Ne? Das ist keiner im Auto danach und sagt, boah, das war jetzt super. Das war jetzt eine super Situation. Aber da kann man gerne abends auch nochmal hingehen und nochmal das Kind nicht zulabern. Wir verlabern keine Pädagogik, sondern wir leben Pädagogik und erleben unsere Kinder oder die Beziehung zu unseren Kindern. Deshalb da jetzt keine PowerPoint-Präsentation, das hätte alles besser laufen können. Vielleicht kurz sagen, du, das heute in der Supermarktkasse, wo ich dich da raus, das war mir sehr unangenehm. Ich war sehr gestresst gerade und ich denke, das können wir, werden wir nächstes Mal anders lösen und einfach nochmal das kurz aufnehmen, weil das gibt dem Kind dann einfach eine Wertschätzung zurück. Okay, das war jetzt nicht die beste Herangehensweise, aber in dem Fall auch trotzdem für uns wichtig, weil wir so entschieden haben und weil wir auch lernen wollen, da ein bisschen von diesem Perfektionismus-Denken auch ruhig mal gerne wegkommen. Ne? Man ist nicht perfekt als Eltern. Das ist einfach so. Man machen Fehler und dürfen die auch machen. Ich habe ein aktuelles Beispiel kurz noch dazu, dass man auch mal über seine Fehler lachen darf. Ich habe meinen Sohn, der ist 13, gebeten, dass er auf die Bild aufpassen soll, dass sie nicht überkocht, weil ich musste auf Toilette. Ich kam vom Klo zurück, er hat gezockt. Aber wir hatten richtig Glück, die Milch ist nicht übergekocht, weil Papa hat vergessen, die Platte anzumachen. Insofern kann man da manchmal auch über sich selbst schmunzeln und das darf man gerne machen. Aber in der Situation
auch zu akzeptieren, das kann einfach gerade. Also ich denke, da sprichst du auch was Wichtiges an, weil ich glaube, dass es einigen Eltern so geht, dass in dem Moment vielleicht auch ein Gefühl des Versagens auch kommt. Ne? Also gerade auch mit den Gedanken, was denken die anderen jetzt so? Und versage ich jetzt hier gerade als Mama oder als Papa? Ja, also das kann einem dann natürlich schon noch nachgehen. Und da wäre vielleicht auch so noch die Frage, gibt es denn was, wo du sagen würdest, was so No-Gos sind, was irgendwie dann so gar nicht geht, was die Erziehung angeht, aber auch der Umgang vielleicht mit sich selbst als Mama oder als Papa? Also in dem Fall natürlich klar, so auf den anderen Eltern viel Raum zu geben, oder was heißt die anderen Eltern, die anderen Leute, die im Supermarkt zuschauen, aber nehmen wir den Versprecher auch mit. Auch andere Eltern belehren uns gerne. Und da sage ich auch immer gerne den Satz, den sieht man eigentlich auch Kindern, nämlich es von Fremden. Aber auch da bin ich der Meinung, dass Eltern auch nicht unbedingt immer sich von anderen Eltern belehren lassen müssen. Die einen machen es so, wir machen es so, dass jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat so eine eigene Familienmagie, sage ich immer. Und deshalb ist das bei denen so. Und eigentlich sollte man da kein Urteil fällen. Ich würde mir mehr wünschen, dass wir, ich bin auch noch ein bisschen Fußballfan, dass wir als Eltern mehr dass wir so ein Verein sind, ne? Dass wir so die Eltern-Ultras sind, wo wir alle zusammenstehen, wie eine Community. Aber es ist ja teilweise doch immer so, dass wir einfach auch von erzählen, was über unser Kind und das andere Elternteil erzählt direkt von ihrem Kind, was es dann toll macht und es schläft von 7 bis 7. Und wir haben auch früh damit angefangen mit dem Schlafen. Nee, wir nehmen mal das Thema Schlafen. Das ist Glück, es ist Zufall. Es ist keine Zeitfrage, wann Kinder einschlafen. Es ist eine Kinderfrage. Jedes Kind hat seinen eigenen Bauplan. Beim Trockenwerden übrigens auch. Und dann können die noch so viel mit ihrem Kind oder ihrem Erziehungsstil prahlen. Das ist trotzdem eher dann Glück gewesen. Also dann wirklich dann auch bei sich zu sein und zu sagen, so, wir machen das jetzt so und machen es so. In dem Fall dann auch nicht so viel von Fremdnehmen. Ich wünschte, man hätte da mehr so ein, ja, so ein gemeinsames Community-Gefühl, aber es ist einfach so. Ich habe mal in der Kita, habe ich mal eine WhatsApp-Gruppe geleitet. Ich weiß nicht, wie man mich darüber reden konnte. Und einfaches Beispiel: Da schreibt eine Mama rein, der Tore hat Läuse. So. Und dann schreiben 24 andere Mütter oder Väter rein, dass ihr Kind keine Läuse hat. Das ist ja genauso, wenn ich ein neues Auto kaufe. Erzähl das euch und ihr sagt mir dann danach alle im Chat, wir haben aber kein Häuser. Und das macht es immer alles so schwer, so, ne? Das sind so zwar nur so Kleinigkeiten, so banale Beispiele, aber statt zu sagen, oh, arme Tora hat Läuse und klar wird gecheckt, ob da irgendwelche jetzt Läuse jetzt da in der Kita sind, aber wir müssen jetzt auch nicht immer permanent dann von unserem Kind erzählen. Also es ist dann einfach so, dass man, glaube ich, nicht immer, dass wir mehr wertschätzen, damit den anderen Eltern auch umgehen sollten und wirklich uns sagen sollten, ja, das ist einfach, die machen es so und wir machen es nicht so. Da sprichst du, denke ich, auch dieses Thema an des Vergleichens. Ne? Also es ist ja leider oft so, dass von Anfang an verglichen wird, mein Kind kann schon laufen, was kann deins schon? Ist es noch am Krabbeln? Und so geht es, denke ich, weiter bei vielen, ne? Dass dann auch gerade in diesen sozialen Medien da natürlich auch mal geguckt wird, wer kann was. Setzt Das finde ich natürlich immer auch ein Wahnsinn. sehr, Entschuldige, Franziska. Finde ich immer ein Wahnsinn. Gerade diese Influencer, wenn die da Beispiele aus ihrem Haus, aus ihrer Wohnung, aus der Küche zeigen. Ich frage mich immer, wo drehen die das? In einem Möbelladen? Da sieht es immer aus wie geleckt. Also, das ist unglaublich. Die sind top gestylt. Wenn ich so Videos machen würde, oder ich bin schon froh, wenn ich geduscht habe und dann habe ich Pulli an und 3 Sekunden später ist wieder Tomatensauce drauf. Also das finde ich auch, dass man das sehr schön in Relation setzen sollte. Das sei nochmal hier dazu gesagt. Also dass oft doch eine andere Realität bei uns ist. Manchmal schauen wir es uns gerne an, vielleicht um ein bisschen unserer Realität zu entfliehen. Aber trotzdem sollten wir das, glaube ich, dann ein gewisses Maß und, ja, einschätzen können. Ja.
Okay. Ich habe in deinem Buch auch häufiger das Wort Bedürfnisorientierung gelesen. Magst du da vielleicht kurz was dazu sagen? Ja, das ist ja die bedürfnisorientierte Erziehung ist ja, ja, das ist ja das, was gerade sehr, sehr aktuell ist und macht auch total Sinn. Und die Studien zeigen, dass das eine gute Sache ist. Man muss ja nur so ein bisschen aufpassen. Oft wird es falsch interpretiert, dass wir quasi unseren Kindern ständig den roten Teppich auslegen sollten. Also, dass wir quasi ständig nach den Bedürfnissen unserer Kinder agieren sollten. Dem ist nicht so, eher so im Gegenteil, ne? Also, es ist natürlich so, dass wir in erster Linie auf unsere Bedürfnisse achten, weil wir wissen, wenn es uns gut geht, geht es unseren Kindern gut. Dazu gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Auch da sollten wir uns nicht durch Ratgeber oder auch von anderen Eltern unter Druck setzen lassen, dass wir da auch da herausfinden, wie unser Bedürfnis aussieht, wie wir einfach ein bisschen Me-Time entwickeln können für uns, was das sein kann. Das muss nicht immer Sport sein, wenn das einem nicht liegt. Ich finde meine Couch total super, fühle mich da wohl und das ist für mich immer so eine kurze Zeit zum Durchschnaufen. Andere machen ständig Wellness mit ihren Freundinnen, ihren Freunden. Da ja, warum nicht? Meine Kinder, die essen ziemlich viel Nudeln jeden Abend, wenn ich die Nudeln abschütte in die Spüle und dann kommt so ein Dampf hoch und dann denke ich, oh ja, Wellness wunderbar, wedel da ein bisschen im Geschirrspülhandtuch noch rum und denke, ist für mich ja super, Barilla-Aufguss gerade. Es ist nicht immer alles machbar, also da auch ein bisschen an seine eigenen Bedürfnisse zu denken. Und darauf auch zu achten. Und denn nur wenn es uns gut, Kindern gut geht, geht es den Eltern gut. Und man darf sich auch sagen, boah, das war heute Abend echt, oder heute war es einfach kein guter Tag. Das darf man sich dann auch eingestehen. Morgen wird es dann wahrscheinlich auch kein guter oder es wird besser. Also da auch dann natürlich dann versuchen, ein bisschen positiv dann zu denken. Okay, ja, also das heißt, natürlich auf die Bedürfnisse des Kindes versuchen einzugehen, aber auch sich selbst nicht vergessen, Genau, auch und die das eigenen heißt auch, an Bedürfnisse. andere Bedürfnisse wirklich im Blick zu haben. Es ist oft dieses Restaurantbeispiel, und ich habe es selbst schon erlebt, da saßen neben uns beim Italiener, da saß ein älteres Pärchen, die haben ihren Hochzeitstag gefeiert, und es war wirklich eine Familie da, die ihre Kinder da, es sind Kinder, keine Frage, die können da rumlaufen und schreien und tun, aber dann haben wir auch die Bedürfnisse von diesem Pärchen, die gerade ihre Hochzeit feiern. Und auf die Bedürfnisse, die gehen dann in dem Moment vielleicht vor, weil die wollen sich einen schönen Abend machen und man kann das vielleicht dann ein bisschen auch den Kindern mitteilen oder vielleicht dann in der Tat, ja, dann holen wir das Handy in der Tat mal raus. Ich bin der letzte Pädagoge, der hier immer da vom Handy parken, vom iPad parken. Ich hole da keine pädagogische Politesse raus und sage da was gegen. Im Gegenteil, ich parke neben dran ein. Und irgendwann kommt meine Frau und sagt dann, ja, wann fährst du? Ich will mal einparken. Nee, also dann dürfen wir wirklich die Bedürfnisse in der Form wirklich auch in dem Fall auch von diesen anderen Mitmenschen, die wir haben, auch wahrnehmen und auch ernst nehmen und auch wertschätzen. Das müssen unsere Kinder auch lernen, dass da jetzt ein Paar ist, die vielleicht Hochzeitstag feiern wollen. Parallelen können natürlich, klar. Unsere Kinder sind ein Stück weit Kinder und da wird es laut. Ich glaube, in sämtlichen italienischen Familien. Das ist ein ganz anderer Lautstärke bei den Festen. Aber ja, dass wir halt auf die Bedürfnisse achten von allen Familienmitgliedern, dass wir das natürlich immer ein bisschen austarieren, Frust dann auch begleiten, begleiten, klar, begleiten. Ich habe auch zwei Kinder, also wir haben jetzt schon sehr viel begleitet. Man leidet schon in der Begleiterscheinungen. Aber es ist, glaube ich, sinnvoll, die Gefühle in der Tat oft zu begleiten und das lohnt sich, das lohnt sich. Ich mache das auch immer, wenn wir gerade zum Thema Medien haben. Beim Harry Potter ist zum Beispiel so eine, ich liebe Harry Potter und kenne die Filme auswendig, die Bücher auswendig und dann entsteht immer die Frage, wann dürfen die Kinder Harry Potter gucken? Und da gibt es, es ist total verschieden. Das Gute ist an mir, weil ich es so gut kenne, kann ich es super begleiten. Also bei mir konnte mein Kind schon relativ früh Harry Potter gucken, weil ich weiß, sie kommt damit klar. Und ich kann sagen, so, jetzt kommt da so ein Drache und kann ein bisschen gruselig sein. Aber und dann sagt sie, nö, ist er nicht, Papa. Und dann ist das okay. Und dann schauen wir es auch mittags im Hellen.
nicht abends, weil eine Dunkelheit nochmal eine gewisse Macht hat, so, weil Dunkelheit macht Kinder unsicher, das steht dann ganz lange drin, immer übers Schlafen. Und daran kann man auch erkennen, was Begleiten alles dann auch macht. Das ist oft anstrengender und intensiver, von wegen Begleiterscheinungen, aber natürlich auch immer ein bisschen, also schon auch sinnvoller als einfach so mit gerade raus irgendwelche allgemeinen Sätze rauszuhauen oder sogar wie früher auch noch mit Strafen zu arbeiten. Okay, das heißt also die Gefühle des Kindes begleiten, dabei sein. Hast du da irgendwie ein Beispiel, was das für dich bedeutet, die Gefühle zu begleiten? Ich denke, hier hören vielleicht jetzt manche Eltern zu, die finden, dass es sich toll anhört, aber was bedeutet es denn in dem Moment, wenn mein Kind einen Wutanfall gerade bekommt, weil irgendwas nicht so war, wie es sich vorgestellt hat? Wie komme ich denn da an mein Kind überhaupt ran oder wie kann ich es denn dann in diesem Gefühl begleiten? Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Situation an. Wir hatten jetzt schon so ein paar Situationen angesprochen. Ich würde versuchen, wie gesagt, denke alltäglich und denke zum Beispiel an einen Spielplatz. Wir müssen los und dann ist es natürlich der Fall oder kann der Fall sein, vollstes Verständnis. Kinder haben Spaß auf dem Spielplatz. Ich unterbreche auch nur ungerne Sache, die mir Spaß macht. Also erstes vollstes Verständnis von mir. Ja, wir müssen los. Ihr habt da gerade total Spaß. Mach vielleicht eine Zeitvorgabe, in 5 Minuten geht's los. Vielleicht werde ich auch kreativ. Ne? Das ist ja auch hin und wieder so, dass wir uns auch mit der Morgenroutine, klar, dann ziehe ich meiner Tochter mal die Strümpfe über die Hände als Handschuhe und so und dann lacht sie drüber und dann kriegt man so ein bisschen eine Leichtigkeit rein, eine Lockerheit rein. Das kann auch am Spielplatz sein, dass man sagt: So, komm, da ist Feuerwehrmann Sam, ich bin Feuerwehrmann Sam, da drüben brennt's. Auf geht's, alle auf unser Feuerwehrauto und wir düsen los. Dann düsen wir los mit Sirenengeheul. Idealerweise ist das Kind dabei, ansonsten sieht es ein bisschen albern aus. Da können wir und dürfen gern kreativ sein, wenn wir die Power dazu haben, die Kraft dazu haben auch. Die haben wir auch nicht. Ja, das ist dann auch beim Zähneputzen, auch beim zu Bett gehen und das auch manchmal tiefer Widerstand im Zähneputzen und da dürfen wir auch mal gnädig sein. Da geht das Kind ohne Zähneputzen ins Bett, dann denken wir automatisch, er wird nie wieder Zähne putzen. Oder er hat das gelernt, jetzt nie wieder Zähne putzen zu müssen. Nee, an dem Abend haben wir es ausnahmsweise, genau wie dieser eine Kita-Besuch, wo wir einmal zu spät kamen, nicht hinbekommen, dass das Kind trotz allen möglichen kreativen Dingen, Musik, die wir gehört haben, eine eigene Zahnpasta rausgesucht oder wie immer, ist uns nicht gelungen. Und dann ist es, dann dürfen wir auch wieder, ja, wieder ein bisschen gnädig mit uns sein. Also wir nehmen quasi die Situation wahr. Oft können wir Verständnis haben, dass das Kind jetzt gerade vielleicht noch weiterspielen will, dass es was Süßes haben will im Supermarkt. Hat ja bisher auch immer ganz gut geklappt, vor allem bei Oma. Und auch mit der Morgenroutine, mit den falschen Schuhen. Erstmal Verständnis, ein Stück weit Verständnis fürs Kind haben. Und dann natürlich auch Verständnis für uns und sich versuchen, immer vielleicht so einen Lichtblick, wie wir schon gesagt haben, zu suchen. In dem Moment, da kommen wir nicht drum herum zu reden, da wird es oft anstrengend. Und wer Kinder hat, sollte Zeit mitbringen. Und ich beschreibe es im Buch auch so: Tiere riechen, wenn man Angst hat, Kinder riechen, wenn man es eilig hat. Und dann wissen wir, es wird dauern, heute ist kein guter Tag dafür. Und dann dürfen wir uns das eingestehen und Verständnis dafür haben und auch zu wissen, klar, das Kind tut in dem Moment nichts gegen uns, hat nichts gegen uns, sondern es tut letztlich viel für sich, nämlich weiter zu lernen, weiter zu wachsen, weiter zu begreifen, okay, bei dieser Aktion von meinen Eltern reagiere ich jetzt so, ist jetzt mein Wutgefühl da, boah, ist jetzt auch selbst gerade ein bisschen gruselig für mich gerade, boah, ist das gerade laut und oh, ist das alles neu gerade? Ja, weil Kinder erleben auch, wie gesagt, nicht nur wir Eltern alles zum ersten Mal, sondern auch wir Kinder, wir Kinder, beziehungsweise unsere Kinder erleben auch alles, vieles zum ersten Mal. Sofort auch ein Essensbeispiel im Kopf, ne? Wo die Kinder dann immer am Anfang und so das Essen so rummanschen und machen und tun. Und wir waren mal letztens afrikanisch essen und habe ich mich selbst dabei ertappt, ja, weil alles neu ist. Ne? Dann machen wir auch mit der Gabel oder berühren das mal mit den Händen und
schau mal, was das da ist, was ist das für eine. Und genauso geht den Kindern, geht es ja genauso. Für die ist erst was ganz Neues, was ganz Tolles, eine tolle Konsistenz, tolle Farben. Und klar wollen die das spüren und entdecken, der Entdeckerdrang. Deshalb auch vorhin die Unabhängigkeitserklärung, wo ein Wille ist, ist auch ein Wort. Nein, auch der Entdeckerdrang ist dann gegeben in Das vielen. heißt, die wollen uns nicht ärgern. Das ist ganz Genau. natürlich, die Welt entdecken zu wollen. Genau. Ja, okay. Sehr Tiere. spannend. Vielen Dank. Vielen Dank, das VIP-Bändchen. Nicht vergessen. Dabei sein. Ja, sehr cool. Ja, das waren jetzt schon wirklich ganz viele tolle Infos und Tipps. Ich denke, dass wir alle da einiges mitnehmen können davon. Also bei mir kam auf jeden Fall an, dieses gnädig mit sich selbst sein. Verständnis haben für das Kind und seine Entwicklung, aber auch für mich als Mama, ja, dass ich auch mir Ruheinseln schaffe, auch schaue, wo ist denn jetzt die Zeit für mich, dass ich auch wieder gestärkt für mein Kind da sein kann, ja, dass ich auch Zeit für mich mal habe. Ja, und alles ein bisschen gechillt angehen. Ja, Alles soweit es ein geht. Ich sage immer, das ist einer meiner Lieblingssätze. Also wir Eltern, also Kinder wollen letztlich keine Bilderbucheltern, sie wollen Wimmelbucheltern, die Ja. letztlich so sind, wie sie sind, mit ihren Stärken und ihren Schwächen und die auch mal Mist bauen, die sich auch mal für den Mist entschuldigen, die Fehler machen, die, wie gesagt, unperfekt sind, auch mal drüber lachen, die einfach, ja, letztlich. Das ist auch oft ein Thema, gerade auch so bei so Seminaren oder auch bei Vorträgen, ist dieses Grenzen setzen. Erstmal zu wissen, ich muss ja mein Kind erstmal mitgeben, so bin ich. Es ist ja nicht so, dass mein Kind nach der Geburt, nach Tag 1, ist auf der Geburt, dann bekommt es meinen Lebenslauf. Das war Matthias Jung, Pädagoge, Bestsellerautor, und da bin ich mal gespannt. Spielt gern Basketball, Fußball, liegt gerne auf seiner Couch. Ja gut, wir melden uns dann bei Ihnen. Ja. So ungefähr. Ne? Und nee, es ist einfach da. Gegenseitiges Kennenlernen, Genau, ne? das gegenseitig kennenlernen und deshalb auch so sein, wie man ist. Ich habe immer so ein schönes Beispiel. Ich habe immer über meinem Bett hängt so ein Engel, der begleitet mich seit Kindheitstagen. Ein Engel, der spielt Gitarre. Und der gibt irgendwo mehr, vielleicht geht man mal für Bares, für Rares, vielleicht ist wirklich der viel wert, wer weiß. Sei es drum. Und die Kinder springen öfters mal auf den Betten rum. Wir haben ein Boxspringbett, also wer sich den Namen ausgedacht hat, da komme ich mit der Argumentation natürlich nur schwierig ran. Nichtsdestotrotz haben sie eigentlich eine Matratze vorne dran, wo sie es tun sollen. Die machen es trotzdem. Was sie aber tun, ist, sie bringen mir vorher den Engel, weil ich ihnen gesagt habe, Leute, diese Engel, dem darf nie was passieren. Das sage ich mit einer bösen Deutlichkeit, wie man zum Beispiel sagt, du gehst jetzt nicht über die Straße, wenn ein Auto kommt, du putzt jetzt die Zähne. Also die merken schon, die Kinder, wenn wir was deutlich machen. Mittlerweile ist es so, die springen auf dem Bett rum, aber bringen mir vor den Engel vorbei. Ich habe natürlich auch Angst, dass sie stolpert und der Engel dadurch zu hoch geht, aber nichtsdestotrotz. Das Und da. heißt, ein Tipp ist auch noch, wir Eltern dürfen auch mal Nein sagen, oder? Also die Kinder dürfen Nein sagen und wir auch. Und Ja, auch mal unbedingt. Grenzen setzen. Unbedingt. Wir haben ja auch, wie gesagt, der rote Teppich, die Bedürfnisse unserer Kinder. Wir haben auch eine Verantwortung. Ja, wir halten, das ist so, bei der Reisegruppe haben wir das Schirmchen oben, ne, wo das steht, hier geht's lang. Das wollen die Reisenden erkennen, das wollen die Kinder genauso erkennen. Die wollen Führung, die wollen, ich greife mir sehr meine eigene Nase, ich bin bei meinem Sohn immer so ein bisschen, der hat das ab und zu, glaube ich, auch vermisst und hat mich dann ab und zu provoziert. Beim Fußball sagt man so schön, der bettelt nach Gelb. Gelbe Karte. Und ja, und da wollte, glaube ich, manchmal so, ich will jetzt mal eine Grenze haben. Und ich bin so ein, eigentlich so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, aber ich musste auch manchmal für mich feststellen, ja, der will jetzt einfach mal sagen, das war mal klar, hier ist meine Grenze, weil er will meine Grenze dir auch kennenlernen, also sprich mich kennenlernen, um dann seine ausprobieren zu können, ne? Dass er genau weiß, okay, das macht der Papa so, das ist Papas Meinung. Was ist denn meine? Und das ist schon am besten machbar, wenn sie genau unsere Grenzen kennen, wenn sie unsere Haltung können, wenn sie unsere Meinung kennen. Auch wenn die Das Menschen erzeugt natürlich. Reibung, ne? Und Reibung ist ja auch Beziehung. Also das heißt Genau. auch das Bedürfnis nach Nähe, nach Reibung, auch nach Grenzen, um sich kennenzulernen.
Absolut. Und davon profitieren wir dann auch, wenn es später in die Pubertät geht, auch, dass unser Kind weiß, wir sind der sichere Hafen, zu uns kann das Kind immer kommen. Und wenn das Kind mit uns diskutieren mag, streiten mag, seine eigene Meinung kundtun mag, dann tut es das nur, weil es sich bei uns geliebt fühlt. Und das ist eigentlich ist immer so ein Moment im Vortrag, wo es dann immer so ein Raunen durch die Menge geht, wo ich sage, so, ja, wenn, eigentlich habt ihr dann letztlich alles richtig gemacht, ne? Auch wenn eure Kinder dann gefühlt euch gerade so beleidigen teilweise oder sogar wirklich hart angehen oder anschreien, ne? Aber das, dann fühlt euer Kind sich wohl, hier seine Gefühle auszutesten, auszuprobieren und dann für sich dann auch, ja, letztlich zu formen, um zu wissen, okay, auf sowas reagiere ich so. Also sich selbst weiter und das Kind von klein auf sich weiter kennenlernen dürfen. Und das Auch noch mal ist eine absolut. schöne Sichtweise zu wissen, wenn mein Kind seine Grenzen an mir testet, dass es auch sich sicher fühlt mir gegenüber und sich vielleicht auch vertraut mir gegenüber fühlt und ja, es dann gerne ausprobieren darf. Ja, es ist ein Ja. Liebesbeweis, der sich mit Ja. Sicherheit nicht so anhört in dem Moment, merkwürdige Liebesbeweis. Ja. Aber es ist auch nochmal ein schöner Perspektivwechsel einfach. Es ist bestimmt auch für manche Eltern hilfreich, das so zu hören. Und das tut ja auch gut, weil die Ja, Momente sind ja herausfordernd. genau. Und auch immer schauen, dass man, wie gesagt, bei sich schaut, wie sind eigene Ressourcen. Erziehung ist manchmal auch mal, ich habe da mal nichts vorbereitet. Also dann ist man nach der Kita einfach nur, legen wir uns auf die Couch, trinken Kakao und malen was oder spielen was oder gucken was. Aber das ist auch, dieses Gucken, auch nochmal kurz erzählt, das ist auch Nähe. Ne? Das ist auch Nähe. Wir gucken was zusammen, das kann ja auch was Cooles sein. Das sage ich auch immer Pubertätseltern. Ne? Schaut mal, was eure Kinder da treiben. Ne? Klar, am Anfang ist viel Zocken, keine Frage. Aber der Nachbarsjunge zum Beispiel, der ist oft 2 Tage lang nur am Rechner. Der ist auch schon 16, aber der macht BMX-Videos, der fährt BMX durch die Wälder und der filmt sich dabei und schneidet das dann. Die sind großartig. Da würde man ja nie als Eltern hingehen und sagen, du, hör mal zu, langsam reicht's aber mal. Nee, das ist einfach toll, was er da macht. Also man kann dann auch gerne, das wird natürlich dann im Laufe der Jahre auch eher Thema, auf die Qualität auch achten und nicht nur auf die Länge der Bildschirme achten. Ja, also sich auch mal in die Welt des Kindes oder des Jugendlichen dann auch mal mit reinbegeben und gucken, was machst du da Genau. eigentlich, so was interessiert dich? Genau. Und das ist ja auch bei Kindern auch schon so, wenn man da Fragen stellt, da quatschen sie ja auch. Und das ist ja gerade Eltern, die mir im Pubertätsalter fragen, ich komme gar nicht mehr an die ran, die erzählen mir gar nichts. Das alles, was fragen wir denn? Wie war die Schule? Gut. Das war es ja dann, ne? Wenn wir von der Arbeit kommen, wollen wir manchmal auch nicht so direkt was loswerden. Aber wenn die quasi, wenn mein Sohn über seinen epischen Sieg erzählt, den er geschafft hat, dann kommt der richtig ins Quasseln. Dann kommt die Leidenschaft hoch. Ne? Und auch als Fußballfans wissen das, wenn die über das letzte Spiel reden, ja, dann kommt eine Leidenschaft von der Wettgequatscht. Oder wäre ich auch die Damenfrau mit mancher Netflix-Serie oder wie auch immer. Dass man da auf einmal ganz viel quatschen mag. Und das ist dann, da sollte man auch immer als Eltern probieren, hinzuhören und zuzuhören, auch wenn es oft nicht unser Thema Nummer eins ist. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Oh, das ist eine Serie, was schaust du denn da? Oder was macht dann Checker Tobi gerade heute wieder? Das kann auch oft zu einem schönen Gespräch führen, weil das ist ja letztlich das, was die Kinder interessiert. Hast du ja auch gerade schon selber die Pubertät angesprochen. Da hast du ja auch im Buch Chill mal am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Ja. Hast du einen gleichen Schreibstil, ne, so auch mit Leichtigkeit und hilfreichen Tipps kann man genauso auch empfehlen. Ja, Genau, also das ist auch ein schönes Buch geworden. gut. Dann würde ich sagen, das waren jetzt schon so schöne Schlusssätze, haben wir noch mal kurz zusammengefasst, was wichtig ist, am Kind dran sein, ne? Auf die Gefühle eingehen, auch mal die Perspektive wechseln, schauen, was braucht das Kind oder was kann das Kind gerade nicht. Und dann hast du gesagt, schön begleiten und Rücken streicheln ist eigentlich so das meiste, was wir dann tun. Ist manchmal so, ja. Noch, letzter Satz noch dazu, von wegen Perspektivwechsel. Es ist natürlich ein lustiges Beispiel, aber auch ein wahres Beispiel. Meine Tochter ist in die Kita gegangen und viele wissen das, wenn man in die Kita reinkommt, sehen manchmal so eine Tafel oder so ein Schild mit den aktuellsten Krankheiten drauf. Und einmal stand drauf, 12. Mai, Mund, Hand, Fuß. Das ist so ein fieser Ausschlag.
Und da habe ich einfach drunter geschrieben, 13. Mai, Bauch, Beine, Po. Und dann kam danach, an dem Mittag, da haben wir gar nichts bei gedacht, die Erzieher zu mir und sagten so, du, wir haben uns kaputt gedacht. Es gab aber Eltern, die haben gegoogelt. Ja, Die haben klar. das Klar. nicht im Zusammenhang, die waren so Ja. verkopft und Ja, drin ja. in diesem Kika-Game und Krankheiten, Ja. dass sie das gar nicht so, dass sie einfach mal Ich denke, lachen. das ist auch einfach Einfach eine mal lachen. wichtige Message von dir, ne? Diese Leichtigkeit auch mit Humor mal rangehen, ne? Dass es Ja. einfach alles leichter macht und weg von der Perfektion und vielleicht einfach so als Abschluss, ich gebe mein Bestes als Mama oder als Papa und das ist okay, okay so, ne? Also ich Das ist kann, okay so. Wir ja. nehmen trotzdem Ja. Führung, klar, keine Frage. Ja. Wir Ja. müssen das Schirm hochhalten für die Reisegruppe, das ist so. Aber klar, dass wir da ein bisschen dieses Chill-Mal-Gefühl vielleicht in uns tragen oder mehr in uns tragen und so ein bisschen, auch wenn es manchmal gar nicht so der Fall ist, ein bisschen dieses Positive dann doch irgendwie dann Okay. auf dem positiven Boden quasi Ja. fürs so zu wirken und zu erziehen. Ja. Sehr Ja. schön. Hast du denn zum Abschluss noch irgendwas Wichtiges, wo du sagst, das möchtest du jetzt noch sagen, das ist dir wichtig oder war das jetzt schon alles abgedeckt? Also ich wundere gerade total über mich selbst, weil ich vergesse es immer, weil ich habe ja auch bei Instagram bin ich ja mittlerweile alle auch und eigentlich vergesse ich es immer zu sagen, heute vergesse ich es mal nicht, auch mal schön. Okay. Genau, da ist dann Matthias Jung, gibt schon so viele bei Insta, also ist es Matthias Jung Coach und da machen wir auch viele schöne Sachen zur Pubertät, zur großen Pubertät, jetzt gerade natürlich auch mehr zur kleinen Pubertät. Und ich glaube, das ist auch ein bunter Mix und wird demnächst auch noch ausgebildet. Und da machen wir auch mal schön. Und ich bin öfters, natürlich klar, haben wir vorhin gerade darüber erzählt, in Baden-Württemberg auch öfters unterwegs, gerade auch im Stuttgarter Raum, man muss nicht immer nur in Stuttgart sein, gerne mal auf die jungmatthias.de, auf die Homepage gehen. Und da bin ich mit meinen Vorträgen. Es ist oft entweder der Pubertätsvortrag, der Chillma-Vortrag oder es ist so ein Phasenvortrag, sage ich immer. Der geht von der Trotz-Autonomiephase bis zur Pubertät, dass wir alle Übergänge uns mal genauer anschauen. Da heißt, Kinder sind was Schönes, haben sie gesagt. Und auch der, glaube ich, nette Vorträge. Und ja, wie gesagt, es ist immer toll. Es entsteht schnell so ein Community-Gefühl, schnell so ein Kenn-ich-Gefühl, schnell so ein, ach, guck mal, da ist es genauso. Und das ist was Schönes. Und dann Schulen bin ich jetzt immer öfter. Bin ich auch total top. Schulen und Ja, Kita. schön. Genau. Das macht auch Sehr Spaß. schön. Ja, der Link zu deiner Seite stellen oder haben wir jetzt auch schon in den Chat gestellt. Und ich denke, dein Buch oder deine Bücher gibt es im Handel, sind im Handel erhältlich. Genau, da gibt es zwei, ja. Genau, ja schön. Und auch die anderen Informationen zum Projekt family.be, BW findet ihr auch noch im Chat. Und ja, dann würde ich sagen, das war ein schöner Abend. Vielen Dank. Das waren tolle Tipps und Infos und einen kleinen Einblick so in dein Buch zu Ja, bekommen. Schön, dass du ja, da gerne. warst. Ja, danke dir, Franziska, auch alle Ja. anderen, die das möglich gemacht haben und ja, danke. Sehr schön. Dann wünschen wir allen einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.